Willkommen zurück bei Truck and Logistics Simulator. Wir haben hier beim letzten Mal die letzte Lieferung hier abgegeben. Jetzt fahren wir zurück, weil da hinten steht auch schon der neue grüne Punkt. So, was haben wir denn da? 5, 7... Ja, 6 reichen auch. 6.000 machen wir. So. Die können wir schon mal ausfahren. Genau. Passt. Okay. Sind wir das Teil da noch? Oh, sehr gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch hier das Teil hochbringen. Oh ja, mit 100 km/h. Ich muss nur noch gucken, wie ich das da drauf krieg. Oh Gott. Okay, ich muss erstmal ein bisschen zurückgehen. Ein Stück. Na, einschlagen. Immer noch. Oh, das nervt mich. Kann man das nicht abschalten mit der blöden Kamera da? Ist doch bescheuert. Optionen. Okay, wartet mal kurz. Die Kamera irgendwie. Allgemeine Option, Steuermethode. Nee, das geht nicht. Drehe Innenkamera mit dem Lenken. Nein. Okay, geht hier nicht. Okay. Müssen wir es damit abfinden. Jetzt bin ich wieder zu weit links. Jetzt aber, oder? Was denn? Das ist doch... Ja, ja, jetzt. Okay. Gut gehabt. So. Bauen kein Licht mehr, ist es hell genug. Batterie sparen. So. So, dann gucken wir wieder raus. Nee, nee, nee. Andersrum. Huch. Zum Glück schaut mir keiner zu. Ein Arbeiter. Dann sagen die gleich hier, ob ich was getrunken hätte. Okay. Los geht's. Wohin auch unsere Reise hinführt mag. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte nichts abreißen. Okay.
Oh, jetzt wackelt's wieder. Okay. Nächstes Mal machen wir wieder einen Gabelstapler. Immer ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. So, rechts. Können wir erwarten. Oh, der wartet, guck mal. Das ist ja was ganz Seltenes. Ist ja ganz neu. Ja, auch solche gibt's. Ach, ich dachte, der biegt ab. Mist. Ja, okay, ich gebe zu, es war meine Schuld. So. Ah, jetzt können wir fahren. So, müssen wir hier hoch. Okay. Halleluja. Wieder mal über die Brücke, über den See. Wie auch immer das hier heißt. Und wir müssen raus. Schön rausfahren hier. Wäre schon wieder dran geschliffen. Das traue ich mir sogar zu. So. Ein bisschen Gas geben. Wir fahren geradeaus. Geradeaus. Oh Gott. Der fährt auch wie ein Besoffener. Er kann sich mir anschließen. Ich fahre auch so. Alter, habt ihr das gesehen? Wie der um die Kurven gefahren ist? Wie so ein Driver. Okay, hier müssen wir rausfahren. Okay. Und links.
Wohin? Ach, da rein, ja, oder? Musst du auch da rein, oder was? Willst du hin? Achso, hier, okay. Naja, es geht ja noch. Okay. Ja, passt doch. 6000. So. Komme ich jetzt hier raus? ja, rausschieben, ne? Oh. Weiß zwar nicht, warum der immer noch da steht, aber egal. So. Jetzt machen wir einen mit Gabelstapler. 10.000 kriegen wir. So. Da hinten stehen wieder mal 4 Stück. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder klarkommen. Muss man mal wieder können hier. Uhuhu. So. Immer Abwechslung machen. Und demnächst machen wir dann auch mal wieder einen Baustellenauftrag. Damit wir alles mal nacheinander machen. Immer dasselbe ist. So. Okay. Auch rein. Zum Glück müssen wir es nicht ganz reinmachen. Macht er von selber. Vergiss mal zu bremsen. Macht das immer so spät. Okay. Also wenn man hier ein paar Stunden mit dem Lenkrad spielt, ne, dann hat man irgendwann einen armen Muskelkater. Huch. Bestimmt beim Autofahren auch nicht anders. Huch. So. Letzte Palette. Sehr gut. So. Wo ist er? Ach, hier. Ach so, okay. Nee, falsche Richtung. Ich muss das. Ah. Na gut. Dann drehen wir es mal da lang. Huf. Sollte aufpassen, dass die Lampe. Oh Gott. Ah nee, ein Zaun, nicht ein Lampe. Zaun ist da. Gott. Da schreckt man gleich. So, okay. Jetzt rein. Gut. Jetzt rausfahren. Sieht zwar nichts, aber da wird schon nichts kommen. Okay, jetzt ist mal eine Komplettdrehung machen. Wir müssen nämlich da rechts reinfahren. Oh, klappt sogar.
Ja, jetzt können wir da Gas geben, wie ein Ochse. Ja, jetzt können wir da Vollgas machen. Vollgas. So. Es wird schon wieder dunkel hier, das gibt's nicht. Das geht mir alles viel zu schnell. Mit hell dunkel. Viel zu schnell. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, ob euch das auch zu schnell geht. Jetzt juckt mein Ohr. Oh. Das ist gar nicht gut, wenn es juckt. Und ich lenke. Ich will ja nicht in den Fluss reinstürzen oder so. Ich bin ja nicht der andere Autofahrer vor ein paar Folgen, der da die Leitplanke runtergefahren ist. Das war echt lustig. Also es war wirklich ein Fehler vom Spiel, ne? Also ich kann mir nicht denken, dass es so gewollt ist. Also ich schätze so den German Truck Simulator oder UK Truck Simulator, wo ich euch vom letzten Mal erzählt habe, den werde ich wahrscheinlich nächste Woche anfangen zu spielen und online stellen. Hier gibt es wieder Retro-Spiele. Das ist der Weg wieder ein bisschen weiter. Das heißt, wir können ein bisschen Gas geben. Na, jetzt fahren wir durch den Tunnel wieder. Hat man schon lange nicht mehr. Immer nur die Brücke. Richtig cool. Also mein Tank hält aber auch lange, ne? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Na, wo ist es denn? Ich glaube, da oben irgendwo. Okay. Wenn der mal fahren würde da vorne, dann würde ich auch mal schneller vorankommen. Aber der hält mich auf. Hallo, es ist grün. Fahr mal. Der hört nicht. Der fährt auch wie er will.
Na gut. Fahren wir mal da rein. Bringen wir noch schnell die Lieferung ab. Geben sie ab, nicht bringen sie ab. Geht's aber los. Huch! Oh, Gangwagen, guck mal, Polizei. Geil. Ich war's nicht, diesmal. Ha. Dann fahren wir hier rein. Ist doch hier, oder? Ja. Und fahren einmal rum. Bitte bumm. Fahren wir einmal rum. Einmal rum. Dudel, didel, dumm. So. Jetzt ganz rüber. Bremsen! Oh Gott. Okay, dann bis zum nächsten Mal hier bei Truck und Logistik Simulator. Tschüss!